protect our land and our people for liberty. It won't be easy. Bei so vielen Klischees in der Story wird schnell klar, Modern Combat 4 ist ein eher flaches Ballerspiel und orientiert sich spielerisch stark an Call of Duty. Dabei ist das hier spektakulär inszeniert und auch optisch sehr eindrucksvoll umgesetzt. Dazu gibt es hier viel Abwechslung. Und während der Geschichte übernimmt der Spieler sogar wechselnde Rollen, spielt mal die Guten und mal die Bösen. Modern Combat leidet aber unter dem gleichen Problem wie jedes Ballerspiel auf dem iPhone. Der Touchscreen funktioniert als Steuerung einfach nicht gut dabei, wir ballern ständig in die Luft. Die Zielhilfe trifft dagegen sogar Gegner, die wir gar nicht sehen können. Diese Ungenauigkeit macht sich besonders im Online-Modus bemerkbar. Zum Glück haben andere das gleiche Problem und während der Gegner Löcher in die Fliesen schießt, drücken wir schnell die Nahkampftaste. Das funktioniert so gut, dass das Messer zur effektivsten Waffe wird. Und das kann dann schnell zu relativ albernen Situationen wie dieser hier führen. Modern Combat 4 ist ein hübsch inszeniertes Ballerspiel mit viel Action. Trotzdem macht das auf dem iPhone nur wenig Spaß. Denn wer gerne Shooter spielt, der sollte das lieber auf der Spielkonsole oder auf dem Computer erledigen. Fucking robots. Chief, we lost the UAV.